in dem Fall ist es ein ganz kleiner. Wie erlebt der so einen Tag? Ja, ist natürlich stressig für so einen Kleinen, ne? Aber der ist 4 Jahre alt, habe ich gehört von dir. Der ist 4 Jahre und macht dann im Musikverein heute, also dieses Jahr das erste Mal mit. Aber wir haben auch natürlich die Männer dabei und alles drum und dran. Sehr schön. Ihr seid richtig in Feierlaune. Man sieht es, also Regen kann hier auch nichts anhaben. Die Neusserinnen sind immer sehr gut ausgestattet, ne? Hier Regenkeb, Küchenrolle, Decke. Also wenn das mal nichts ist, das sind wirklich die Logenplätze hier auf so einer Tribüne, die es da hinten auch noch mal gibt. Also Feierlaune mitten in Neuss und bester Ausblick natürlich. Auch zu euch rüber, liebe Janine. Dankeschön, liebe Christina. Ja, ich habe auch schon gehört mit dem Wetter, da hat der St. Quirinus als Schutzpatron auch seinen Finger mit im Spiel. Christina hat übrigens auch das Königspaar heute Morgen noch getroffen. Das gucken wir uns später noch an, wie die drauf waren, wie es denn ging vor der Königsparade. Und jetzt gucken wir schnell rüber auf die Kirmes. Die geht ja immer am Freitagnachmittag schon los, bereitet quasi den Boden für ein fulminantes Fest- und Schützenwochenende. Und am Eröffnungsnachmittag, am Freitag, da hat immer eine ganz besonders viel zu tun. Die Kirmesleute. Die haben nämlich, genauso wie die Schützen ihren König, eine Königin. Das ist Pauline Schäfer und die freut sich natürlich total über ihre Aufgabe und die Eröffnung, wenn sie echt viel zu tun hat.